Servus Last of Us Freunde, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Tarnungsskillbaum freischaltet und dadurch den Schalldämpfer bekommt. Zwei extrem starke Sachen, bleibt dran, es lohnt sich. Ich befinde mich immer noch in Seattle an dieser Tankstelle. Ihr seht es hier auf der rechten Seite. Gegenüber von der Tankstelle ist ein Haus und dort müssen wir rein. Ich bin im Spiel circa um die 6 Stunden weit nach diesem größeren Bereich von Seattle. Ich denke, die meisten von euch sind dort schon einen Tick weiter eben. Die Tankstelle könnt ihr nicht verfehlen. Die fällt euch wirklich ins Auge und wie gesagt, gegenüber ist so eine Bücherei, so ein Shop und dort müsst ihr rein. Hier muss man ein bisschen aufpassen, denn man hört schon Geräusche, dass hier infizierte, mutierte Personen unterwegs sind. Und am besten ist es, wenn ihr euch jetzt hier so hinstellt wie ich, dann eine Flasche oder einen Backstein werft, die infizierten Mutierten stürmen dann raus, werft auf den Mutierten unten die Molotow-Cocktail-Flasche, auf der rechten Seite kommen auch noch zwei raus, die könnt ihr easy mit der Pistole oder mit der Schrotflinte wegschießen und dann habt ihr schon mal das Gebiet geklärt. Lauft dann einfach zum Klicker, dort wo ihr den Molotow-Cocktail hingeworfen habt, geht nach links und ganz im Eck findet ihr dann das Magazin von dem Tarnungsskillbaum. Und wie die Skills aussehen, zeige ich noch kurz, denn die sind einfach richtig nice, sind sehr stark. Ich hoffe, ihr habt das Magazin nicht verpasst, ansonsten wäre es sehr schade. Als allererstes bekommt man dadurch den Schalldämpfer. Ich denke, der ein oder andere von euch hat sich schon gefragt, wann man diesen Schalldämpfer bekommt. Und zwar im Endeffekt durch das Magazin. Der erste Skill ist es, einfach skillen. Und dann könnt ihr den Schalldämpfer für die Pistole herstellen. Man braucht im Endeffekt Tücher und Flaschen. Die findet man auch relativ häufig im Spiel. Und dann kann man sich, wie gesagt, den Schalldämpfer herstellen. 3 Schuss kann man abgeben. Danach geht der Schalldämpfer kaputt. Das ist im Endeffekt der erste Skill. Finde ich schon verdammt stark. Der zweite Skill ist jetzt nicht so wichtig. Lauschmodus Klarheit. Man sieht die Gegner eben noch mal ein bisschen deutlicher im Lauschmodus. Finde ich, ja, ist soweit okay. Der dritte Skill ist im Endeffekt schnellere Bewegung in der Bauchlage. Braucht man aktuell nicht unbedingt, ist aber doch ganz nice, wenn man ein bisschen schneller über den Boden robben kann. Der vierte Skill wiederum ist extrem nice, denn wir erhöhen die Haltbarkeit des Schalldämpfers von 3 auf 5 Schüsse. Und das ist auch wieder Gold wert. Man braucht einfach weniger Materialien. Der Schalldämpfer hebt einfach länger. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und als letztes, schnellere lautlose Kills ist extrem geil. Lautlose Kills werden schneller ausgeführt und bleiben eher unentdeckt. 100% schneller im Endeffekt. Die Animation dauert doch relativ lange und ich finde, manchmal ist es ein bisschen heikel. Da wird, kann man, also ich wurde noch nie entdeckt, aber es war relativ knapp, muss ich ehrlich sagen. Und wenn man dann 100% schneller ist beim Töten, wenn man einen lautlosen Kill macht, ist es schon sehr mächtig. Das ist im Endeffekt der Skillbaum. Ihr seht, es gibt auch noch einen weiteren dazu in einem anderen Video. Aktuell ist es für mich auf jeden Fall der beste Skillbaum. Es sind verdammt gute Skills mit drinnen und im Endeffekt kann man eigentlich alle gebrauchen und 3 sind einfach verdammt stark. Das war's soweit von mir. Wenn ihr mehr zu Last of Us sehen möchtet, könnt ihr gerne immer auf meinem Kanal vorbeischauen. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Würde mich natürlich über ein Abo freuen, auch über einen Daumen, wenn euch das Video gefallen hat, geholfen hat. Das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.